Ich habe gedacht, bevor Sie sich wieder in Ihre Musik vertiefen, würden Sie gern ein Tässchen Tee trinken mit Ihren Freunden. Oh, das sollen Sie doch nicht. Aber wissen Sie was, Herr Professor? Ich habe Sie im Verdacht, dass Sie mir nicht die Wahrheit gesagt haben über sich und die anderen Herren hier. Sie spielen auch nicht ein bisschen wie Amateure. Sie sind sicher Berufsmusiker, ganz große Künstler. Aber gar nicht. Obgleich wir selbst sehr angetan sind von Mr. Harveys gutem Ton. Was? Und Ihr herrliches Pizzicato, Mr. Knoten, einfach entzückend. Darf ich fragen, wo Sie studiert haben? Ich habe eigentlich gar nicht studiert. Es ist mir so von selbst gekommen. Ich war ja so überrascht, meine Herren, als ich hörte, was Sie vorhin spielten. Es brachte mir etwas wieder in Erinnerung zurück, das mir längst aus dem Gedächtnis entschwunden war. Nämlich die Feier zu meinem 20. Geburtstag. Ich weiß noch, mein Vater hatte ein Streichquintett engagiert, das mir abends ein Ständchen bringen sollte. Sie spielten gerade das Menuett von Boccherini. Da kam jemand und meldete, die Königin Victoria sei plötzlich entschlafen. Sofort ging alles still nach Hause. Und das war das Ende meiner Feier. Das war noch in meinem Elternhaus, in Pimlico. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich muss mal nach dem Tee sehen. Das Wasser wird sicher schon kochen, nehme ich an.